Wo zum Geier bin ich? Verarschen. Ja. Die wollen mich eindeutig verarschen. Na komm. Attacke. Attacke. Wieder eine Lip noch. Das ist nicht ganz so schnell ein Stachiflip. Bitte triff, bitte triff. Ja. Bams. Junges Vieh. So, die kriegen 4 Sternpunkte. Schön. Wollen wir uns ein Dingespitz uns mal. Wir verbraten mal den Honigsirup. Okay. Hier kommen wir wieder nicht hoch genug, dafür brauchen wir noch ein Item. Ah, okay. Hauptsache die Viecher greifen mich nicht als erstes an. Ach, ich krieg jetzt sowieso eine. Oh, scheiß doch drauf. Booms. So, jetzt muss ich nur treffen. Dann hab ich ein Level up. So. Boom. Wunderbar. Das war's. Und Level up. Was nehme ich denn? Booms. BP. Ich arbeite viel mit BP. BP. Okay, hier komme ich durch. Du dumm. So. Muss ich noch hoch. Weil ich jetzt gar keine Ahnung habe, was ich hier mache. Okay. Okay. Ich habe die neuen Schuhe gefunden. Ja, unser Formare-Sprung wird verstärkt. Außerdem kann er eine Sprungseite ausfallen und drücke so an der Luft. Bums. Ja, so kommen wir jetzt in die hohen Sachen ran. Ich habe gedacht, den kriegen wir erst im Dungeon. Oder auch nicht. Ja, Rückwärtssprung. Bams. Juhu. Und. Ja, da können wir eigentlich mal ein Blatt rausholen. Ja, das war schon klar. Was kann können wir. Nein. Ein Lebenspilz. Ich suche ja trotzdem alle ab. Na komm. Ja. Danke. Danke. Nein, falscher Knopf. Komm, so gucken, ist hier auch nichts mehr. Nein. Gut zu wissen. Aha, was ist denn das? Ein Voltopilz. Scheiß auf den Powerblock. Hier das Stachelschild, das ich jetzt nicht angerichtet habe. Und Bums, supi. Mal weg nicht. Bums, ich krieg garantiert nicht mal Erfahrungspunkte für euch. Doch, immer noch einen. Könnte man sich hier glatt hoch arbeiten, so. Nach und nach. Lara. Und ich habe gesehen, dass ich hier auch noch. Oh, das hätte ich gerne. Haben wir denn hier was weg kann stattdessen? Der Voltopilz. Kann ich den irgendwie. Egal, ich muss mal. Ja, kann ich ja jetzt so machen. Der Voltopilz. Und tschüss. Ich muss unbedingt ein paar Items einlagern gehen. Okay. Müsste jetzt eigentlich nochmal raus.
Aus der Kanalisation. So, dup, 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 dup. Oh, nein. Sushi. Oh Gott. Hops. Lupti-du. Irgendwo hier war noch ein Powerblock, den ich vergessen hatte, quasi. Oh, wo war der nochmal? Hier war eine Röhre. Ach, das war das hier, ne? Moment, hier kam ich ja nicht weiter, weil ich nicht... Oder? War das hier? Moment. Quatsch. Einfach so machen und darauf zu wechseln. Dann... Da oben ist er. Einmal, jetzt brauchen wir auch die blöde Kiste da nicht. Ups, mal einfach so. Ups, ups. Danke. Die Stufen und mal hoch. Mal sehen, was wir in was. Mega Schock. Fächer Lady. Valkyrie Thorn oder im Grund. Würde dies gefallen? Feuerpanzer. Multikopfnuss ist dumm. Wir machen mal Bu. Wir finden sowieso noch ein paar Aufstufblöcke. Ja. Wunderbar. Haben wir den auch gefunden. So. Das gefunden. Ich hatte ihn ja schon gefunden, aber ich hatte ihn noch nicht benutzt. Ne, hier war ja noch irgendwo einer in der Kanalisation. Hehe. Ich renne jetzt hier schon wieder wie blöde rum und mache an sich nichts. Coole Sache. Ich glaube da rechts. Aber ich muss da heute eigentlich noch den nächsten Ort erreichen. Ha, habe ich auch nicht mehr viel Zeit. So ein Mist. Was wollte ich jetzt nochmal? Genau, ich wollte in einen Laden und was verkaufen. Kann ich bei dir was verkaufen? Naja. Huch, das wären nur Items. Oh. Und die Frau. Der hat noch ein paar KP und BP plus Orden. Oh, eigentlich kann ich nicht sehen. Ach so, er kauft nichts. Okay, ich muss kurz machen, ob das bis jetzt richtig war, was ich gemacht habe. Du, was zur Hölle? Du bist es, du kommst genau richtig. Da war jemand für dich. Ein Ninji. Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sternental. Das Sternental liegt in Biber-Region, einem kalten Ort im hohen Norden. Fast am Ende der Welt. Merde, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss, Mario. Melle aus dem Sternland ist mein Sohn, Mario. Ja. Es scheint, als würde er dich brauchen. Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass es etwas höchst Wichtiges ansteht. Du musst ins Sternteil gehen, verschwende keine Zeit. Jetzt bitte beeil dich, ich laufe voraus. Blablabla. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die nach Bilber City ist. Ja. Ja, ich weiß, wo die ist. Jetzt weiß ich wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das auslösen mussten. Wer ist noch? Ja. Laden. Laden. Wo ist Laden? Als Frage, wie viele Sternsplitter habe ich eigentlich inzwischen angesammelt? 35. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel es in dem Spiel eigentlich gibt. So. Komm du mal her. Das war noch schon, aber ich kann mir Sachen bei dir verkaufen. Nein, nicht kaufen. Ah, verkaufen. Ich will eigentlich nichts verkaufen. Ah, komm, machen wir anders. Lager. Feuerblume. Auch wenn ich verkauft habe und gesagt habe, sie sind praktisch. Und Donnerzorn. Ja.
Und soll ich mal einen Lebenspilz einlagern und einen Ahornsirup lager ich noch ein. So. Na, Baller hatte ich kurz ein klein wenig Schluck auf und habe versucht, den zu unterdrücken. So, jetzt muss ich aber wieder zurück unter die Erde. Ich glaube, der schnellste Weg. Ich habe jetzt auch wieder genug, um bei dem einen wieder was für 64 zu kaufen. Ich weiß bloß nicht, was. Warum sagt. Was ist mit der Laufanimation kaputt? Danke. Wow. Nein, nicht. Ich bin ein Idiot. Warum gehe ich denn den langen Weg? Ich kann auch ein bisschen schnell gehen. Wir haben ja gerade in die Hütte freigeschaltet, was ich irgendwie vorher nie gemacht habe. ja. Man lernt nie aus. Vor allem, wenn man anders spielt als früher. Früher bin ich immer stur geradeaus und habe immer geguckt. Hauptquest hinterher. Nichts Besonderes hier, komm. Na komm. Kaufen wir nochmal. Straßenfeger besiegt manche Gegner schon auf der Oberwelt. Los. Ja, ich kann mir nicht mehr leisten. Aber der Orden hört sich interessant an. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Straßenfeger braucht 5. Ein Schwerger wird durch den Erstangriff bereits in der Orbit besiegt. Also ähnlich wie der Erstangriff Orden. So. Ja, wieder hier hoch und ich weiß gar nicht, wo ich unterwegs bin. Ach ja, stimmt, weil wir sie eben aufgestuft haben. Hin. Das müsste hier in der. Nein. Quatsch. Warum gehe ich immer ins Menü, um die Charaktere zu wechseln? Doch, ich bin noch korrekt. Ja, ja. Ah. Hier. Da. Ein Stückchen weiter. Ist klar. So, so. Nein, warum bist du nicht gesprungen, Mario? Ich habe den A-Knopf gedrückt. So. Da rein. Ich wechsle mal kurz das Partymitglied. So. Oh ja, wir sind fast da. Perfekt, und hier links ist ein Powerblock. Komm her. Ja, ich glaube, wir haben nämlich alle Begleiter inzwischen, deswegen stufe ich jetzt alle auf, wenn es geht. Feuerpanzer, das kann ich... Ja, wir machen mal Cooper, vielleicht könnte der Feuerpanzer auch nützlich werden, ja. Ich meine, es gibt sowieso genug Aufstufblöcke für alle Charaktere, also... Wen juckt's? Nein! Das wollte ich nicht. Es gibt auch, glaube ich, eine Abkürzungsröhre dafür, dass man nicht den ganzen Weg, der da durch muss. So, ich möchte eigentlich nur das nächste Gebiet erreichen. Endlich. Kapitel 7, kristallene Träume. Yeah! Und jetzt kommt das, was ich bisher nur einmal durchgespielt habe. Also einmal gespielt habe, weil ich das Spiel nur einmal bisher komplett durchgespielt habe. So, und hier mache ich auch schon wieder Pause, weil ich heute nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Naja, ich würde mal sagen, ich bin sauer. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Ciao, Leute.